Thank you.
Guten Abend, meine Damen und Herren, in nah und fern. Nah sind sehr wenig, leider nur, wir dürfen nicht mehr als 10. Fern sind es hoffentlich viele, mit unserem zweiten Konzert in der Tangente Nation, mit der Roberto Bossart New Group. Ich freue mich riesig, dass wir das Konzert da machen dürfen, auch wenn jetzt nicht so viele Leute da sind, wir machen es trotzdem und hoffen, dass draußen ganz viele Leute zuschauen und Freude haben werden. Das ist unser zweites Konzert in diesem Jahr. Normalerweise wären wir schon beim 8. 9. Es ist, wie es ist. Aber man kann uns ja auf unserem YouTube-Kanal verfolgen, was jetzt läuft. Und ich möchte euch noch bitten, alle die, die von außen zuschauen, den YouTube-Kanal, den kann man abonnieren. Und wir wären sehr froh, wenn einige der abonnieren, dann ist nämlich besteht die Möglichkeit, dass man den neu benamsen kann. Dann muss er nur mehr so komplizierte Buchstaben und Zahlenfolgen haben, sondern den kann man den Tangente-Jazz nennen. Also bitte, bitte abonnieren. Und weiter noch eine Information. Der YouTube-Kanal ist ausgestattet mit einer Chat-Funktion. Das heißt, man kann mailen, Ideen, die man hat, Wünsche, die man will, oder Kritik, was auch immer, man kann es schreiben. Unser Kurt Gehring wird das sofort sehen und wenn es zeitmöglich ist, macht er eine Antwort. Also nützen das, dann sehen wir, dass ihr da voll dabei seid. Dann noch ganz wichtig, ein großes Dankeschön an meine ganz wunderbaren Mitarbeiter. Einen Stock tiefer sitzt der Little Concert vom Little Big Beat Studio in Eschen. Der ist jetzt für den Sound verantwortlich und da draußen sitzt der Kurt Gehring, der ist für die Bildqualität und Bildschnitt zuständig. Ganz, ganz großes Dankeschön für die großartige Unterstützung von denen beiden. Es ist nicht selbstverständlich. Dankeschön.
Danke vielmals, guten Abend auch von unserer Seite. Schön, dass wir wieder mal spielen dürfen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie lange das nicht mehr der Fall war. Und wir haben noch den Luxus, vor Publikum zu spielen. Das freut mich wahnsinnig. Ich möchte schnell die Band vorstellen. Wir haben am Schlagzeug Dominik Egli. Am Bass Raffaele Bossard. Am Klavier Lukas Valentin Gernet. Am Saxophon Toni, Achtung, Amadeus Bechtold. Mein Name ist Roberto Bossard. Wir spielen eigentlich ausschließlich Stücke, die ich geschrieben habe. Das erste heisst Saturday After Dark, das nächste ist Rose Bubble. Eine Rose Bubble ist eine Anemone, also eine rosarote Meeresanemone. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Danke schön vielmals. Das Stück heisst Harmai, Harmai. Und eingeklemmt. Wir machen ja keine Pause. Und wir kommen eigentlich schon zum letzten Stück. Und bei dieser Gelegenheit, bevor wir das letzte Stück spielen, möchte ich noch einmal ganz herzlich Danke sagen, dass ihr doch hierher getraut habt zu kommen, ohne dass wir mit Mundschutz spielen. Und ich möchte ganz herzlich dem Karl Gassner danken, dass wir danken uns im Team, fantastisches Team, das uns hier wahnsinnig gut betreut hat, super, wie sie alles gemacht haben, dass wir hier dürfen spielen. Und ich möchte meinen Musikern herzlich danken, dass sie mit mir immer noch spielen, nach all diesen Jahren. Am Schlagzeug Dominik Egli. Am Bass Raffaele Bossard. Am Klavier der Lukas Gernet. Und am Saxophon Toni Bechtold. Wir spielen noch ein Stück, das heisst Rotondo. Thank you.
Dominik Egli. Dominik Egli, Schlagzeug. Toni Bechtold am Sax. Lukas Gernet. Klavier Raffaele Bossard. Am Bass Roberto Bossard an der Gitarre. Danke vielmals. Esche, merci, es ist der Plausch. Tschüss zusammen, merci vielmals. Ich spiele noch eine gute Nachtgeschichte.
vielmals. Die Stimme aus dem Hintergrund, haben wir wieder mal eine Portion Live-Musik bekommen. Es tut gut. Schön war es. Wenn ihr mehr wollt, die Band spielt morgen in der Unterfahrt in München. Das ist das zweite Konzert von dieser Tournee. Und es gibt noch die zwei Konzerte. Alles andere ist noch abgesehen worden. Ja, bei uns gibt es mehr Musik nächste Woche, hast du denen angeschrieben. Von Antonio Farao Trio. Grandioser italienischer Pianist, ich freue mich riesig, schon vielmal bei uns gesehen. Ich hoffe, es klappt alles, dass sie über die Grenze kommt. Bis jetzt sind wir einig, sie kommen. Schauen wir mal. Man weiß nie. Und dann geht es Mitte Mai weiter mit dem Nonet. Hoffentlich klappt es. Ende Mai gibt es das zweite internationale. Das zweite Lichtensteiner Jazz Festival. Jetzt habe ich aber gross gegriffen, gell? Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, vorher haben wir noch viel. Was wir alles machen können, wir schauen, wir nehmen es, wie es kommt. Schön, dass ihr gekommen seid, hat mich gefreut. Super, komm gut heim und hoffe, bis bald wieder mal. Ciao miteinander.